Läuft. Moin. Herzlich willkommen zurück im Taskforce TV mit der Review zum Numenera Abenteuer Beagle of Borrigal. Gerade fertig gespielt. Ja, ich würde sagen, fangt ihr mal an. Daniel, vielleicht, du bist hier der Erste in der Liste. Was hat dir besonders gut gefallen? Was fandst du nicht so gut? Was waren deine Eindrücke? Am Abenteuer selbst fand ich sehr gut, dass es wie sagen, es war die ganze Zeit Action. Also es gab eigentlich keine Momente, wo man sagen konnte, oh, wie kommen wir jetzt hier weiter? Oder was müssen wir als nächstes tun? Wurde also gut beschäftigt, sage ich mal. Und ansonsten deine Leitung war top. Also fand ich sehr angenehm, sehr gut vorbereitet. Danke. Mir viele Maps gesehen und so. Fand ich top. Ja, also es war ja meine erste Runde in diesem System auch. Hast du uns am Anfang, bevor wir hier wirklich angefangen haben, hast du uns ja nochmal jeden Fall geholfen. Man war dann schnell drin. Nach so ein paar Würfen hatte man das System auch raus mit den Pools und so weiter. Das war komplett neu für mich. Aber das hat alles gut geklappt. Also ich war sehr zufrieden. Schön. Dennis? Das muss ich auch sagen. Man hatte, was mir aufgefallen ist, wir sind ja im Prinzip alles Numenera-Anfänger. Und ich hatte erst nicht so das Gefühl dafür, ja gut, ist alles so ein bisschen Mischung, so ein fast Cypher-Punk. Und dann direkt am Anfang diese erdrückende Situation mit dem, wie heißt er noch, Leuchtsturm, Leuchtnebel, hast du dann gleich gemerkt, okay, das ist gar nicht so witzig hier in dieser Welt. Und das hat sich ja dann fortgesetzt. Dann mit den Hunden da auf dem Feld, dann die Leute, die da in dem Pool eigentlich liegen sollten. Und das war sehr interessant. Das ist so intens ist diese Welt. Das hat man in anderen Systemen, ja, da gehst du 5 Tage lang durch die Pampa und nichts passiert. Und hier ist dann so, zack, zack, du weißt gleich, das hier ist kein Kinderspielen, so keine Kinderreise, als Wanderfalke unterwegs zu sein auf dem See. Und das hat mir sehr gut gefallen und ja, also dass da wirklich viel zu tun war. Wir hatten ja erst auch überlegt, die Schadenswürfe auszuwürfeln. Und ich finde, wir würfeln schon so echt viel und das gefällt mir richtig gut. Wenn man dann noch Schadenswürfe dazu würfelt, gut, wir haben jetzt nicht mal so viel gekämpft, aber dennoch viel gewürfelt. Das fand ich ganz gut. Dankeschön. Felix? Ja, also dann kann ich mich erstmal nur anschließen. Also gerade das bei dem Abenteuer jetzt erstmal fand ich auch cool, weil irgendwie es ist irgendwie auch ganz cool und gut rübergekommen mit dem, wie scheiße es eigentlich ist, wenn man keine Ahnung hat, diese ganze Technologie, die da rumliegt, eigentlich macht. Gerade mit diesem Pool, wo die sich irgendwie alle denken, oh, das ist eigentlich die Wunderheilung schlechthin. Und plötzlich werden sie von irgendwelchen Käfern halb aufgefressen oder verbrannt oder verätzt. Oder dann halt auch, wo wir hier unten waren und man im Endeffekt keine Ahnung hat, was diese ganzen Sachen alles machen. Was man ja auch anders darstellen kann. Also eigentlich als sehr so, mehr so ein bisschen Fantasy und alles ist irgendwie cool und so. Das hat mir ganz gut gefallen, dass die Sachen irgendwie wirklich eher, ja, halt oft, wenn man nicht weiß, was man da tut, dass es halt auch schnell irgendwie zu was Schlechtem werden kann. Das hat mir schon mal sehr gut dann auch in dem Abenteuer gefallen und ja, genau, ja, und das auch mal,
ging echt gut von einem Ort zum anderen und es war jetzt irgendwie auch nicht zu linear oder so, weil wir hätten ja wahrscheinlich auch gut einfach doch zu diesem Dorf, was quasi überfallen worden ist, hätten wir wahrscheinlich auch hingehen können und all solche Sachen, das hat mir auch gut gefallen. Das ist natürlich immer finde ich als Spieler mal irgendwie schön und hilfreich, wenn man das direkt von Anfang an das Gefühl hat, okay, man ist auf jeden Fall offen, was man machen kann und man ist nicht fest auf einen Weg gelegt. So, fand ich somit auch, dass das gut erfüllt war. Ja, und das hat mir auch gut gefallen, das war auch gut von dir geleitet, das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und dann das System Nominera selbst gefällt mir auch gut. Also sowohl was die Regeln angeht, mit dem Pool, dass man da so ein bisschen haushalten muss, ein bisschen überlegen muss, mache ich nicht. Das finde ich ganz gut und ja, diese Cypher-Sachen sind irgendwie auch mal, weiß ich nicht, das spricht einfach irgendwas in mir an, das macht einfach Spaß, diese komischen Artefakte irgendwie zu finden, zu benutzen. Mhm. Das ist, ja, ich meine, im Endeffekt was Simples, aber mir macht sowas irgendwie sehr viel Spaß. Oh. Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, die Runde. Cool, freut mich. Ich glaube, jetzt muss ich auch noch was sagen, ne? Ja. Also ich fand euch richtig cool. Ihr habt richtig schön gespielt. Ich habe ja, sonst mache ich ja online noch ein Star Wars Rollenspiel. Das ist mehr auf Action ausgelegt. Finde ich auch sehr geil. Aber ich habe mich jetzt auch wirklich mal darauf gefreut, was mit weniger Action oder mit weniger Kampf-Action und mit mehr tiefer Atmosphäre, mit mehr Charakteren, die dann auch länger überleben, also jetzt auch Nicht-Spielcharaktere, was zu machen. Ja, ich gehe das hier mal so ein bisschen durch. Das Camp, wo ihr angekommen seid. Den Light Swarm, den habe ich euch dazu gemacht. Den gibt es im ursprünglichen Abenteuer als Random-Begegnung. Aber ich habe mir da schon, deshalb freut mich das, was du, was es Dennis, ne, gesagt hast. Mhm. Dass der direkt. Ich habe nämlich auch gedacht, ich brauche am Anfang was, um euch zusammenzuschweißen. Und da habe ich dann auch direkt noch die NSC-Frau, die den Light Swarm fangen will, dazu genommen, einfach um da ein bisschen Zwietracht noch zu sehen. Ja, die Nacht hier fand ich sehr geil in der Hütte, ich zeig's nochmal eben. Genug Gelegenheiten zum Rollenspielen genutzt gehabt, fand ich sehr cool. Also ich glaube, meinem Empfinden nach hatten wir da echt eine richtig schöne Atmosphäre. Ja gut, dann der Scootimorph. Und die Entscheidung, die ihr hattet, tut ihr jetzt das, was Patel sagt, oder geht ihr mit Seria? Ich finde, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir das Abenteuer nicht an einem Abend durchkriegen. Hat jetzt ja auch lang genug gedauert. Deshalb habe ich eigentlich gehofft, ihr geht mit Seria, oder ihr geht nur mit Seria, zum Cylon Bessin. Weil die andere Action, die wäre nicht so toll gewesen. Ich zeige euch das mal, das wären die False Woods gewesen. Da hättet noch mehr Scootimorphs gegeben. Ich habe da auch noch eine Map vorbereitet. Ja, also im Prinzip, die hätten da diese dreieckigen Gebäude. Ach, ihr seht gar nichts, ne? Ne. Ich musste... Ja, da ist noch... Ja. Ah. So. Also das wäre der Weg gewesen. Ihr hättet da noch einen Kampf gegen Scootimorph gehabt. Und diese Gebäude, wo die wohnen, sind Ruinen aus lebendigem Material. Das hätte noch ganz geil ausgesehen. Und ihr hättet da dann gegen die Palones auch kämpfen können, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich auch kämpfen müssen. Sonst wäre da aber auch storymäßig nicht wesentlich viel weiteres bei rumgekommen. Ihr wärt so ein bisschen Dorfgemeinschaft eingegliedert geworden. Und ihr hättet da noch erfahren, dass das Dorf auch gespalteter Meinung über Seria ist, weil Seria halt diese Fähigkeiten hat, dass sie mit Tieren und auch mit anderen Menschen über lange Distanzen reden kann oder kommunizieren kann. Beagle heißt das. Deshalb heißt das Abenteuer auch The Beagle of Borregal, weil Borregal halt ganz starke Beagle-Fähigkeiten hatte. Ja, also hier nicht viel verpasst, fand ich auch echt gut, habt ihr euch zwei Szenen und einen Kampf gespart und wir hatten ja auch so genug Abenteuer. Danach wäre es dann eh in Cylon Bessin gegangen, also die Hinweise hätten weiterhin in Cylon Bessin geführt und da wart ihr dann. Ich habe diese kleineren Maps, diese Battle Maps, die habe ich alle selber gemacht, die großen sind halt aus dem Basisregelwerk. Und ich finde, die ist ganz geil geworden, da habe ich auch ziemlich lange für gebraucht, um die ganzen Shops zu designen. Weil das ist ja wirklich eine detailreiche Map, wo ihr überall hingehen könnt.
Ich decke sie hier nochmal auf, falls ihr Spaß dran habt. Also ihr habt eigentlich alles gesehen. In dem Gebäude hier, also die waren im Originalabenteuer, war das nicht so definiert, habe ich alles selber gemacht, auch die NSCs dazu geschmissen. In dem Becken hier wäre die Energieversorgung gewesen, da war aber nichts und das hier war halt, habt ihr in Erfahrung gebracht, was es ist. Du klickst gerade, glaube ich, auf den falschen Layer. Was? Also, falls du irgendwas geklickt hast, hab ich jetzt nicht gesehen. Also. Ah, okay. Hier unten an das Haus hier. Das meinte ich. Handel für Pflanzen und Duftstoffe. Ja, habt ihr so nicht mit viel zu tun. Es gibt. Also die Stadt habt ihr auf jeden Fall ordentlich ausgekostet. Da habt ihr auch eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe mir zwischendurch gedacht, als ich mit Abenteuer durchgelesen habe, dass die Hinweise da eventuell ein bisschen schlecht dosiert sind. Manchmal ein bisschen wenig, manchmal ein bisschen viel. Ich habe es dann versucht, auch auszugleichen, aber auch das Abenteuer oder was das Abenteuer gegeben hat, hat gereicht eigentlich. Also hat mich zwischendurch echt erstaunt, dass es so flüssig läuft, weil ihr halt immer genug Spuren hattet, so als meinem Empfinden nach, denen ihr dann auch immer folgen konntet. Ja. War das mit den Käfern denn wirklich von Borregal oder was war der Ursprung? Das ist im Abenteuer nicht definiert oder ich habe es überlesen. Also in meiner persönlichen Welt war es so, dass das ist halt ungefähr gerade dann passiert. Als Darwin versucht hat, Seria zu retten oder von dem Einfluss zu befreien. Ja. Okay. Das ist halt also auch diese vielleicht, ganzen... Oh, weiß man nicht, vielleicht war es ja auch Seria selbst irgendwie, ne? Aus Versehen. Nee. Aus Versehen kann sein, im Abenteuer so war die eigentlich gut. Also die ist zwar ein bisschen komisch, aber die versucht schon zu helfen. Ja gut, der Sindgarten hier mal nett gekämpft, ne? War auch, glaube ich, die erste Bedrohung, wo er vereinzelt HP abgezogen gekriegt hat. Stimmt, die Banditen haben ja recht schnell zur Strecke gebracht. Die Banditen, stimmt, die waren auch eine optionale Begegnung. Also von laut Abenteuer, ich fand die ganz schick. Ich habe gedacht, ich bringe die auf jeden Fall. Ja, da war da aber eigentlich schnell mit fertig. War aus meiner Sicht enttäuschend. Ich hätte da schon gedacht, könnte eine Bedrohung sein oder hätte eine Bedrohung sein sollen, aber hab da besser hingekriegt, als ich gedacht habe. Ja, wahrscheinlich auch wegen dem Trick, ne? Ja, stimmt. Ja, der war echt gut. Also habt ihr euch selber gut aus der Affäre gezogen. Dann habe ich ein bisschen zu viel gekriegt im Silent Bastion. Ich habe halt mit einem Auge auf die Uhr geguckt. Ich wollte euch ja nicht drängeln. Aber ich muss halt morgen wieder arbeiten. Und als er dann in die Shops nochmal reingegangen ist, habe ich nur gedacht so, boah, nee, warum? Aber wir konnten da jetzt rausgehen, ohne alles mal gesehen zu haben. So. Ja. Da hätte ja auch noch was Wichtiges sein können. Habe ich auch aus eurer Sicht verstanden. Also definitiv, was ihr getan habt, hat definitiv Sinn gemacht. Ich bin auch sehr sicher, dass ich eigentlich ein Frisbee gekauft habe. Das war auch eine sehr coole Aktion. Trotz Warnung gekauft. Ich würde, Sala würde auf jeden Fall nochmal zurückgehen, um J.D. Ree nochmal zu treffen. Ja, kannst du mal versuchen. Jetzt bist du ja in der Region noch ein größerer Held. Ja, Embered Peaks habe ich sehr lieblos designt im Vergleich zum Cylon Bassin. Also beim Cylon Bassin habe ich mir wirklich gedacht, oder habe ich gehofft, das kann ja alles immer ganz anders kommen, dass das eine Stadt ist, wo ihr viel erkunden könnt und wo es viel gibt. Embered Peaks habe ich nicht so intensiv gestaltet. Das sind ja nur billige Häuser von außen quasi. Weil ich habe gehofft, dass aufgrund dieser Atmosphäre, der feindseligen oder schweigsamen Atmosphäre, dass ihr keine Motivation habt, ins Haus reinzugehen und dass ihr da auch nicht reinkommt. Also die Leute hätten euch nicht eingeladen, die waren halt nicht so offen. Von daher hatte ich Glück, ich hätte nämlich nichts weiter oder keinen weiteren Grundriss in der Hand gehabt, den hätte ich improvisieren müssen, bis halt auf gut Magistrat. Ja, hieran ist da die Option im geschriebenen Abenteuer wären gewesen. Er hätte euch noch ein bisschen vehementer wegschicken können. Ihr hättet dann alleine oder heimlich wiederkommen können. Hättet ein paar Türen knacken müssen. Der Mechanismus von dieser Tür hier, der wäre allerdings relativ schwierig gewesen. War ein doppelter Rätselmechanismus. Ja, hat er halt so gemacht. Auch damit es dann halbwegs zeitig fertig wird, habe ich mir gedacht. Ich hätte den Raum hier, da tat mir ein bisschen leid, dass ich da ein bisschen auf die Tube gedrückt habe.
Da habe ich mir eigentlich gedacht, als ich diesen wirklich bescheuerten, auffälligen Teppich da hingelegt habe im Mapping-Programm, habe ich mir gedacht, mal gucken, wann sie drauf kommen, dass unter dem Teppich was sein könnte. Ist ja eigentlich klassisch und der ist ja auch so scheiße auffällig, man muss eigentlich drauf kommen. Also ich hätte euch eigentlich gerne mehr rätseln lassen an der Stelle, aber es war halt schon so spät, deshalb habe ich die Lösung dann dem Viech gegeben. Zum Glück ist es einem aufgefallen von uns. Er hätte das uns auch relativ schnell aus Schahil rausgepresst, glaube ich. Ja, oder so, genau. Die Möglichkeit gab es ja auch noch. Dann im eigentlichen Abenteuer war es dann optional, ob Schahil dabei ist auf dem weiteren Weg oder nicht, weil ihr halt die Möglichkeit hättet, da heimlich hinzugehen. Das war jetzt halt der Zeit geschuldet, weil mir schon echt ganz lieb, dass er dabei war. Diese Tür, diese. Mir ist nicht klar geworden beim Lesen, wie ihr die hättet aufkriegen können. Ich habe mir schon überlegt, ich lasse uns das auf einem Zettel in dem Papierchaos. Im Vorraum steht das Passwort, aber das wäre auch doof gewesen. Also im Abenteuer war leider so kein Hinweis, wie ihr auf dieses Wort Wadershim hättet kommen können. Ja, deshalb war schon ganz gut, dass Shahil dabei war. Gut, der hätte natürlich auch entführen können, dann, wenn er merkt, dass er da unten nicht weiterkommt, etc. Ja, ansonsten. Hier, wir haben die Möglichkeit nicht ausgespielt. Im normalen Abenteuer wäre es eine ziemlich zentrale Frage gewesen, die Jiran gestellt hat. Wollt ihr mir helfen oder seid ihr gegen mich? Dementsprechend hätte er sich anders verhalten. Ihr habt die Antwort im Prinzip nicht gegeben, sondern weiter Fragen gestellt. So ein bisschen umgangen. Ja. Ja. Fand ich aber auch sowohl plausibel als auch gut von euch. Und da fand ich auch so diese Möglichkeit mit. Ja, jetzt wird diese eine Frage gestellt und dann geht's entweder so oder so, fand ich jetzt auch nicht adäquat eigentlich. Also so fand ich schon schöner, da noch ein bisschen Rollenspiel reinzuklatschen. Der hätte euch ansonsten da schon angreifen können, quasi, wenn ihr euch feindlich benommen hättet. Hätte nicht viel gebracht. Der, also für ihn hätte das nicht viel gebracht. Der war da klar unterlegen. Ja. Der war halt auch völlig irre, aber habt ihr ja erkannt. Dann im Keller, ja, Borrigal, das Finale. Das war, erzähl. Das war echt stark. Zwar einer schon direkt am Anfang blind, weil er meint, mit seinem Messer da in den Blasen rumstechen zu müssen. Und dann auf einmal eben, dann ist ja auch Dings komplett wahnsinnig geworden und hat uns dann ja angegriffen, der Hieran. Ja. Der wurde Und übernommen von dann, Barrigal zur Verteidigung. ja, genau, ich schätze mal, das wäre dann auch oben passiert, wenn wir da direkt gesagt hätten, wir machen ja alles kaputt. Oder? Wäre er dann auch übernommen worden? Ja, ist im Abenteuer nicht geklärt. Also stimmt, ist eine gute Idee. Ich glaube, der wäre dann hätte ich das so geregelt, dass er von sich aus dann gegen euch vorgeht. Also der wäre auf jeden Fall euer Gegner gewesen in dem Moment im Ergebnis, ja. Okay. Ja, und dann renne ich zu der Nabel, was ich ja schon vorher machen wollte, werde dann auch noch blind. Du bist ja erstmal nochmal Ja. zurückgerannt. Da Ja. dachte ich auch so, oh Gott, wieso rennst du denn nochmal jetzt hier hin? Habe ich auch gedacht. Ja, ich wusste ja nicht, was jetzt Thema wird. Was klar ist, ja. Ja, im Abenteuer habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, entweder Borrigal zu helfen oder gegen ihn zu kämpfen, was natürlich schwierig ist. Der ist halt schon ein fiesen Möb. War für mich ganz interessant, das gibt es halt im Abenteuer, wenn dazu geschrieben ist, naturgemäß die Möglichkeit, wenn die Helden sich entschließen, Borrigal zu helfen, dann. Oder wenn die Helden sich entschließen, Borrigal anzugreifen, dann. Ihr habt jetzt beides gleichzeitig gemacht. Und es tat mir auch sehr leid, dass es dann den guten Oxmir getroffen hat, der wirklich gerade dabei war zu helfen, dass der dann Ziel des Angriffs wurde. Ja. Ich habe Borrigal da auch ein bisschen zurückgehalten. Also der hat jetzt nur in Anführungsstrichen mit seinem geistigen Angriff angegriffen. Der hätte natürlich auch den Stab nehmen können oder sich mit den Ziffern etc., die rumlagen, erwehren können. Das habe ich jetzt ein bisschen abgeschwächt. Also der Kampf hätte noch schlimmer sein können, aber ich glaube, der hat euch auch so gereicht in der Form, ne? Ja. Ich hatte Angst, dass wir da wipen, also. Ja, auch. Ich habe ja auch zweimal über diese 18 da gewürfelt. Ja. Das Schlimme ist ja auch die Blindheit, ne, mit der man dann Ja. mal halt fast nutzlos ist. Das war schon ganz schön glücklich, dass ich da beide mal, ich meine, ich habe auch nichts reduziert oder so. Ich habe beides mal auf 18 gewürfelt und es geschafft halt. Ne?
Was ja schon recht unwahrscheinlich ist eigentlich. Und es war trotzdem irgendwie gefühlt knapp. Also. Cool. Ja, muss ja auch so sein am Ende, ne? Ja. Ja. Das fand ich auch gut. Spannungsbogen hat auf jeden Fall funktioniert. Cool. Ja, ich glaube, sonst habe ich da nichts weiter zu sagen. Also ihr wart echt richtig cool. Du hast auch richtig cool geleitet. Dankeschön. Also die Welt, die ist schwierig zu meistern, finde ich. Im Gegensatz jetzt zu Mittelalter oder Mittelalter-Fantasy Standard. Hier passieren, hier gibt es halt sehr viele echt ganz krasse Sachen, die man sich nur sehr schwer vorstellen kann. Ja, das stimmt. Also es ist natürlich, was so die Vorstellungskraft angeht, muss man es natürlich ein bisschen muss man halt ein bisschen mehr ausweiten, dass man das alles irgendwie, ne, so ein Wind oder so geht schon so, aber wenn du dann auch anfängst mit irgendwelchen halbmechanischen Tieren und allem möglichen so, ja, das ist dann, na, dadurch, dass wir es einfach weniger kennen als irgendwelche Mittelalter-Fantasy-Sachen, einfach irgendwie schwieriger für uns. Das, ja, stimmt. Ja. Es gibt ja auch in anderen Medien eigentlich, mir fällt nichts Vergleichbares ein, also ich kenne nichts Vergleichbares so. Ja. 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 Das ist schon ein cooles System, also, und hat echt Bock gemacht. Cool, das freut mich. Mir auch. Ihr wart echt richtig cool. Und vielen Dank fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Ja, danke.